verdammt, der letzte Bus. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Bus verpasst. Wie soll ich denn jetzt nach Buberow kommen? Ob Mutter schon zu Hause ist? Mann, hau ab! Oh, so ein Mist. Was soll ich denn jetzt noch machen? Oh, wie sind eigentlich damals die Leute ohne Handy ausgekommen? Jahrhundertelang suchten Menschen nach einfachen und sicheren Kommunikationsmitteln über große Entfernungen. Es gab Feuer- und Rauchzeichen, Trommeln, Musikinstrumente und auch Haustauben. Ende des 18. Jahrhunderts begannen Franzosen ein System von Signalmaststationen zu bauen. Die optische Telegrafie erwies sich aber als zu langsam und zu störanfällig. Erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann die Konstruktion gebrauchsfähiger elektrischer Telegrafen von Summering, Wheatstone, Cook und Morse. Werner von Siemens verbesserte dann den Wheatstone'schen Zeigertelegraph. Damit ergab sich eine grundsätzlich neue Lösung der Nachrichtenübertragung auf elektrischen Weg. Eine erste Übertragungsstrecke mit wirtschaftlicher Bedeutung richtete Werner Siemens von Großwehren nach Frankfurt am Main ein. Vor allem bei der Eisenbahn blieben die Zeigertelegraphen wegen ihrer einfachen Handhabung lange Zeit im Einsatz. Manche sprechen beim Zeigertelegraphen als einem sehr frühen Vorgänger der SMS des heutigen Handys. Zwei funktionstüchtige Modelle eines Zeigertelegraphens befinden sich im Münchner Siemens-Forum. Lauras Freundinnen nutzen ein Wochenende, um sich mit einem der Geräte vertraut zu machen. Ich habe gehört, hier im Siemens-Forum findet man den Urvater des Handys. Sieh mal, hier ist er schon. Hey, komm, ich schicke dir jetzt meine SMS. Egal wie hoch oder niedrig die Stromstärke ist, jeder Zeigertelegraph läuft gleich schnell. Sobald eine Nachricht ankommt, klingelt die Glocke. Erst wenn man den Hebel umlegt, ist die vollständige Verbindung hergestellt und der Zeiger beginnt zu ticken. Die Buchstaben sind kreisförmig auf klavierähnlichen Tasten angeordnet. Wenn jetzt auf dem Sendertelegraphen eine Taste gedrückt wird, hält der Zeiger bei den anderen Telegraphen, zu dem die Nachricht geschickt wird, bei demselben Buchstaben an. Dann geht er im Uhrzeigersinn weiter, bis der nächste Buchstabe auf dem Sendertelegraphen gedrückt wird. So konnte man Botschaften schnell und leicht verständlich verschicken. Hallo Heidi. Ah, hallo Antje. Sag mal, so eine SMS dauert ganz schön lange. Ja, ich glaube, bei einer längeren Nachricht muss man sie wirklich alles mitschreiben. Und wie funktioniert das Ganze eigentlich? Komm, ich nehme mal den Deckel ab. Der Zeigertelegraph funktioniert durch ein Rastrad, welches durch einen Ausleger um jeweils einen Zahn im Uhrzeigersinn gedreht wird. Dabei steht jeder Zahn für eine Taste des Zeigertelegraphen. Werner von Siemens gab in seinem Patentgesuch Folgendes als neu an. Ich betrachte als neu und wesentlich und bitte demgemäß mit zu patentieren. Erstens den selbsttätigen Stromwechsel, bewirkt durch ein verschiebbares Metallstück. Gemeint ist das Schwingstück, das bei jeder Berührung mit den Magnetpolen die Bewegungsrichtung verändert. Zweitens die beschriebene Art der Sicherung der Bewegung des Ganggrades durch Einschiebung eines festen oder federnden Anschlags zwischen die aufrecht stehenden Zähne desselben, womit die Riegel am Ausleger sowie an der Federhalterung beschrieben sind, um eine zu weite Bewegung des Rastrades zu verhindern. Drittens die Beseitigung der Möglichkeit des Haftenbleibens des Ankers eines Elektromagneten durch Einschaltung einer Nebenschließung im Augenblick des Anschlags. Mit dieser Neuheit wurde die Anschlagsbegrenzung beschrieben, durch welche der Stromkreis bei Berührung einen Moment lang geschlossen wird. Viertens die beschriebene Kombination zwischen Stahl und Elektromagneten, durch welche die Schwächung des Stahlmagnetismus beseitigt und die Bewegung des Ersteren bei jeder Stromstärke gesichert wird. Die verschiedenen Metalle des Schwingstücks und der Magnetpole, um eine Schwächung der magnetischen Anziehung zu beseitigen. Fünftens die Konstruktion der Elektromagnete aus isolierten Eisendrähten. Diese verhindert Energieverluste durch Wirbelströme.
Um mehr Informationen über die Geschichte und die Wirkungsweise des Zeigertelegrafen zu erfahren, sahen wir uns im Siemens-Archiv in München um. Dieses Archiv wurde im Jahre 1907 gegründet und enthält heute viele Akten, Dokumente, Filme und Bilder. Die Regale haben eine Gesamtlänge von 4 Kilometern. Da müsste sich ja eigentlich etwas zum Zeigertelegrafen finden lassen. Leider gibt es aus den Anfangsjahren der Firma Siemens und Halske nur wenige Originaldokumente im Archiv. Im Jahr 1846 wird das Interesse Werner Siemens für elektrische Versuche durch die Arbeiten des Uhrmachers Lohner zur Einführung der elektrischen Telegrafie geweckt. Siemens beteiligt sich an Versuchen mit dem Wheatstone'schen Zeigertelegrafen. Er erkennt das Problem der Erzeugung gleichmäßiger Stromimpulse bei der Signalübertragung. Anfang Juli 1846 beschäftigte sich Werner Siemens intensiv mit der Geschichte der elektrischen Telegrafie und dem verbesserten Zeigertelegrafen von Leonhard. Dieser ließ die Stromimpulse durch ein Uhrwerk ausführen. Im Juli 1846 entwickelt Siemens einen eigenen Zeigertelegrafen, der die Stromleitung selbsttätig unterbricht und wiederherstellt. Er baut aus einfachen Mitteln mehrere Telegrafen selbst und diskutiert viel mit dem Uhrmacher Leonhard über den Bau des Telegrafen. Sein Bruder Friedrich Siemens fertigt im August 1846 die Zeichnungen zum Telegrafen an. Am 17. Mai 1847 schreibt Siemens an seinen Bruder Wilhelm: Mit meinen Telegrafen habe ich noch eine Veränderung vorgenommen, die außerordentlich gut eingeschlagen ist. Eine Veränderung des Triebrades, nämlich welches jetzt gleichzeitig ein Konusrad ist. Die Geschwindigkeit hat sich dadurch bei derselben Stromstärke sogleich verdoppelt. Ende Juni 1847 sind die Telegrafen fertiggestellt, aber ohne funktionsfähigen Drucker. Am 5. Juli 1847 schreibt Siemens an seinen Bruder Wilhelm: Mein Telegraph ist seit 8 bis 14 Tagen fertig und hat schon eine Massebesichtigung erfahren. Er arbeitet sehr schön, unsicher und mit sehr wenig Strom. Die Geschwindigkeit der Übertragung ist etwa 40 Buchstaben per Minute. Am 22. September 1847 nimmt Siemens das zugesicherte Patent an und übersendet den notwendigen Stempelbetrag. Die Patenterteilung erfolgt am 7. Oktober 1847 für 8 Jahre in Preußen mit der Patentnummer römisch 4.1523G. Zwischen Sommer 1848 und März 1849 baut die Firma Siemens und Halske die erste größere Telegrafenlinie Europas von Berlin nach Frankfurt am Main. Die Bedienung war ja ganz einfach. Na, leichter wie beim Handy. Aber ich glaube, mein Handy ist doch besser für unterwegs. Dann können wir das jetzt Laura gut erklären.